Griechenland ist weiterhin stark von schweren Regenfällen und Überschwemmungen getroffen. Dramatisch ist vor allem die Situation im Mittelgriechenland, wo es die ganze Nacht durchregnete. Es gab 1000 Feuerwehreinsätze. In der Nacht auf Donnerstag musste die wichtigste Autobahn zwischen Athen und Thessaloniki aufgrund der Flut auf einer Länge von 200 Kilometern gesperrt werden. Zahlreiche Orte sind nicht erreichbar. Auch der Zugsverkehr zwischen den beiden Städten wurde unterbrochen. Die große Tiefebene in der Region Thessalien, die Kornkammer Griechenlands, steht zu 4/5 unter Wasser. Von Athen, wo es ebenfalls stark regnete, wurden keine schweren Schäden gemeldet. Viele Dörfer und große Teile der Städte haben nach wie vor keinen Strom. Und dadurch ist auch die Wasserversorgung ausgefallen. Auch viele Kläranlagen funktionieren nicht. Einige Orte sind aufgrund von Erdrutschen und umgestürzten Bäumen nicht erreichbar. Straßen waren aufgrund von Schlamm und Trümmern selbst für Feuerwehr und Katastrophenschutz unpassierbar. In Karditsa stand das Wasser oft bis zu den Dächern der Häuser. Laut dem Feuerwehrsprecher ist inzwischen auch das Militär in Schlauchbooten im Einsatz. In der gesamten Region Thessalien leben rund 700.000 Menschen. So gut wie alle seien von der Flut betroffen, heißt es in den griechischen Medien. Bürgermeister der betroffenen Regionen berichten von eingebrochenen Straßen und Brücken, zerstörten Häusern und Unternehmen. Schäden in Milliardenhöhe werden befürchtet. In Volos wurden schon am Dienstag ganze Straßenzüge überschwemmt. Autos wurden von den Wassermassen ins Meer gespült, zahllose Keller und Geschäfte überschwemmt. Noch ist das Ausmaß der Schäden nicht absehbar. Es ist möglich, die Straßen zu räumen, sagte der Bürgermeister der rund 86.000 Einwohner zählenden Hafenstadt Volos am Mittwoch. Gerade hört es ein paar Minuten auf zu regnen und wir gehen mit schwerem Gerät rein. Dann fange es aber sofort wieder an zu regnen.